Ja, was soll ich sagen? Es ist, wie der Titel schon sagt, vorbei. Es wird hier auf diesem Kanal Frontline bis auf vielleicht 1% keinen Content mehr zu Mopeds geben. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum? Was passiert mit dem Star? Was passiert mit den anderen Mopeds? Etc. etc. Und das kann ich euch ganz einfach beantworten. Ich will euch da auch gar nicht zu sehr auf die Folter spannen. Ich höre natürlich nicht auf mit YouTube, ist ja klar. Ich habe einen anderen Kanal erstellt, der heißt Zweitakt oder so. Da geht es denn 100% komplett nur um Mopeds. Simson im überwiegenden Teil. Jetzt der Star ist ja noch bei und so weiter. Bevor ich über den neuen Kanal rede, einmal ganz kurz, warum mache ich das überhaupt? Weil theoretisch, ich bin eigentlich ziemlich glücklich so gesehen. 2000, weiß ich gar nicht, 200, 2300 Abonnenten sind es zurzeit. Ich guck mal hin. Dieser Kanal hat aktuell 2300 Abonnenten und ich habe mir diesen Schritt lange überlegt, weil theoretisch fange ich jetzt wieder von null an und ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Und ich mache das Ganze aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, keiner von uns versteht den YouTube-Algorithmus ganz genau. Ja, paar Dinge kann man sich denken, paar glaubt man zu wissen und ein paar Dinge weiß, glaube ich, nicht mal YouTube selber. Da ist also einmal der Punkt, ich weiß nicht, ob ich es mir teilweise mit YouTube in der Vergangenheit verschissen habe, durch die Sache mit der Solaranlage und sonstigem anderen Zeug, dem LED-Würfel damals, was halt nicht moped-relevant ist, was eigentlich nicht für meinen Kanal gedacht ist. Das ist aber ein ganz kleiner Anteil, auf den hätte ich noch verzichten können. Also darum, nur deswegen hätte ich das nicht gemacht. Viel wichtiger, ihr könnt euch ja mal den Spaß machen, in YouTube reingehen, in die Suche und nur Frontline eingeben. Nichts weiter, nicht Moped, nicht Simson, gar nichts. Ihr werdet diesen Kanal hier nicht finden. Vielleicht auf Seite 100 oder sowas. Und das kotzt mich mega an. Ich mag den Namen Frontline, das ist noch von früher mein Gamertag und ich finde wie das entstanden ist, fand ich auch eigentlich ganz lustig. Und das möchte ich eigentlich gar nicht aufgeben. Aber YouTube-technisch gesehen macht es einfach Sinn. Diesen Kanal lasse ich erstmal so liegen, wie er ist. Vielleicht von Ausfahrten mal Videos, also reine Moto-Vlogs oder wenn wir mal wieder ein Bastelprojekt haben, was nichts mit Mopeds zu tun hat, dann kommt das hier vielleicht nochmal, aber versprechen will ich euch da gar nichts. Die Frage ist natürlich, wie geht's jetzt weiter? Ich habe es ja eben schon erwähnt, ich habe einen neuen Kanal, der nennt sich Zweitakt oder so, den Namen fand ich sehr lustig und Zweitakt kommt drin vor. Den habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Instagram ändert sich der Name auch bald. TikTok habe ich mal ein paar Videos gemacht, da hat sich der Name schon geändert. Es bleibt nicht genau beim Alten, denn auf dem neuen Kanal geht es gleich mit Vollgas weiter. Jetzt habt ihr gesehen, auf dem Kanal hier kam jetzt die letzten Wochen nichts. Das lag in der Vorbereitung. Ich habe schon viel vorproduziert gemacht. Das allererste Video auf dem neuen Kanal, das ist jetzt auch schon online. Das heißt, wenn ihr euch das angucken möchtet, sehr gerne. Dort auch wieder abonnieren wäre ein Traum, dass man so einigermaßen, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, wieder auf diese Abonnentenzahl kommt. Wenn euch der Content interessiert und das, was ich mache, wäre ich euch da sehr verbunden, wenn ihr da auch abonnieren würdet. Ich habe meinen Auspuff abmontiert. Das erste Video. Ich bin ja immer noch dabei, ich versuche bei meiner Simson S51 die 70 km/h zu erreichen und da habe ich mit dem Jens gesprochen von ZT Tuning. Ich habe da große Hoffnung gesetzt, dass ein neuer Auspuff das Ganze richten wird und zwar verbauen wir im ersten Video den ZT AOA 1/2. Ob es geklappt hat oder nicht, seht ihr dementsprechend im neuen Video. Denn eins der nächsten Videos wird sein, wir verbauen die ZT-Federbeine mit regelbarer Druck- und Zugstufe, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich das macht. Der Star in vollen Zügen. Ich habe mir die Mühe jetzt mal gemacht und habe die Rollenlager, die Lenkkopflagerlaufringe, ein schwieriges Wort, die habe ich eingebaut. Ja, der Star geht jetzt auch, ich habe ein Paket jetzt wieder zu Hause liegen, selbst eine Warpezündung habe ich mir diesmal geholt, selbst die baue ich ein, damit das alles ordentlich wird. Also es geht hier ordentlich weiter auf dem neuen Kanal, ihr seht, die Qualität hat sich schon wieder geändert, es ist eine neue Kamera, ein neues Mikrofon, alles neu, weil ich da richtig angreifen will. Und darum als Schlusswort, wenn ihr Bock habt, meinen Scheiß weiterzuverfolgen und sehen wollt, wie ich solche Dummheiten umsetze und ob das überhaupt funktioniert oder nicht und weiterhin mit mir zusammen noch eine Menge lernen wollt, weil ich weiß natürlich nicht alles, vielleicht ein Prozent inzwischen vom Simson-Wissen, dann kommt mit mir gerne mit zum anderen Kanal, zum Moped-Content, da haben wir dann eine schöne Zeit. Und in diesem Sinne darf ich mich nochmal vielmals fürs Zuschauen bedanken, alle, die bis hierhin abonniert hatten und mich verfolgt haben, was ich hier so mache. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem neuen Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.